So einen Collier werden Sie bestimmt kein zweites Mal finden. Schauen Sie sich diese wundervolle Arbeit an. Wir haben es im Preis herabsetzen müssen, weil es eine Bestellung war. Was soll es denn kosten? Bitte. Bitte lass mich. Was soll es denn kosten? 80.000. 80.000? Ist das nicht ein bisschen zu teuer? Zeigen Sie uns doch bitte noch etwas anderes. Ja. 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 Ja, natürlich. Augenblick bitte. Also in 2 Stunden im Hotel Roy Classic. Ja. Und wie war die Nummer, das Suite? Aha. Ja, danke. Ja, ich bin pünktlich. Der Graf und die Gräfin waren wieder da. Solange es nur einmal im Monat ist? Das nächste Mal bedienen Sie zur Abwechslung. Ich weiß nicht. Es ist immer etwas traurig. Bitte, Frau Delius, stellen Sie mir doch dieses Sortiment in meinem Koffer zusammen. Ja, ist das nicht ein bisschen viel? Haben Sie nichts zu tun, Herr Vogelsang? Oh, Entschuldigung, Herr Hausmann. Ich mache die Vitrine weiter. Das ist doch mindestens ein Wert von 2 Millionen. Ja, wir kriegen langsam einen Namen in den Arabischen Emiraten. Und wie heißt der Kunde? Es ist der Scheich von Araban. Oh. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Alexa. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Sicherheitsbüro Gierke? Ja, Herr Horstmann? Nein, nein, das geht. Ich verbinde Sie mit Herrn Gierke. Herr Gierke? Herr Horstmann, bitte. Naja, ich weiß. Sie wollen, dass Peter Binder Sie wieder begleitet. Ja, ich möchte wieder den Binder haben. Vom Sicherheitsprinzip her ist das absolut falsch. Sie sollten jedes Mal einen anderen Mann mitnehmen. Aber Herr Gierke, Sie wissen doch, dass bei mir im Geschäft der Kunde König ist. Ja, König sind Sie bei mir auch. Danke. Ja, ich muss in genau 1 Stunde und 45 Minuten im Hotel Royal Classic sein. Haben Sie nachgecheckt, ob es den Auftraggeber überhaupt gibt? Die Nummer der Suite ist 110 und der Name ist Scheich El-Ramin. Ich habe mit seinem Privatsekretär telefoniert. Bitte, Herr Gierke, machen Sie das doch. Worauf Sie sich verlassen können. Ja. Danke, Herr Gierke. Wiedersehen. Mich so an. Die Post. Ich vertrete den Kollegen, der ist krank. Ja, was ist denn? Das ist ein Einschreiben. Ich brauche eine Unterschrift. Bitte schön. Dankeschön. Wiedersehen. Wiedersehen. Ihr Zimmer ist in der 1. Etage. Der Fahrstuhl ist da drüben.
Hotel Royal Classic. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich denke, ich sollte mit der Suite 110 verbunden werden. Das wird leider nicht gehen. Tut mir leid. Gerke ist mein Name. Und warum nicht, wenn ich fragen darf? Seine Hoheit und seine Mitarbeiter möchten in den nächsten 2 Stunden nicht gestört werden. Wenn Sie sich später vielleicht noch einmal bemühen wollen, danke. Auf Wiederhören. Warum sind Sie denn so nervös? Es ist uns doch bisher nie was passiert. Ich kann auf rot geschaltete Ampeln nicht leiden. Ist Ihnen das noch nicht aufgefallen? Doch, doch, Binder. Why can't we be lovers? Why can't we be friends? If you really love me, stay with me tonight. Love will always find me. Bravo. Is on my side. You're the love of my heart, the love of my life. Wollte Rolf heute nicht zum Essen kommen? Willst du deinen Mann nicht anrufen? Wenn er nicht kommt, kommt er nicht. Du kannst doch deinen Vater anrufen, oder nicht? Queen of broken hearts, I want to lose control. You can have my love, my heart, take my soul. Can't you hear my heart? It's crying just for you. Words just can't express my love. Will Ostmann? Ja. The love of my heart, the ja. Love of my life. Ja, danke. Frau Weißner. Wir möchten kommen. Das Essen ist fertig. Entschuldigung, ich wollte noch mal nachsehen, ob Sie Ihre Pistole auch bei sich haben. Ich könnte sowieso nicht damit schießen. Aber wir haben es Ihnen doch beigebracht, mühsam. Fahren wir vorne am Hotel vor und Sie bleiben im Wagen? Nein, wir machen das wie immer. Und ich komme mit zum Scheich.
Mich hat's erwischt. Du musst fahren. Ich weiß nicht, wie die hier reingekommen sind, die beiden Gangster. Müssen durch das Hotel gekommen sein. Dann haben sie hier einen Wagen geknackt und gewartet. Ja, von hier kann man nicht viel sehen. Aber den Fluchtwagen, den müssen Sie doch kennen. Ich habe Ihnen doch gesagt, es ging alles so schnell. Das muss ein Wagen von einem Gast gewesen sein. Er kam hier von der reservierten Seite. Es muss ein dunkelblauer Wagen gewesen sein. Na prima, den gibt es mal in die Fahne. Leo, Himmel, Herrgott, noch mal, die haben jetzt schon 30 Minuten Vorsprung. Henry, der Wagen gehört einem Gast hier im Hotel und hat ein Kennzeichen. Soweit waren wir doch schon. Das ist die Tagesliste der Gäste, die hier ihren Wagen abgestellt haben. Danke. Kommen Sie, ich bringe Sie jetzt erstmal zu unserem Arzt. Seine Hochheit ist einer der Prinzen aus den Vereinigten Emiraten. Es ist alles ganz schrecklich. Der Konsul ist gerade angekommen. Seine Hoheit besteht darauf. Ich weiß gar nicht, wie wir das lösen sollen. Worauf besteht er? Er will, dass der Polizeipräsident sofort kommt. Wegen der Schießerei. Vielleicht versucht es Hoheit erstmal mit mir als Polizeipräsident. Hier ist es sein Privatsekretär, der wartet. Ich wollte nur wissen, ob seine Hoheit einen Juwelier namens Rolf Horstmann kennt. Und ob seine Hoheit Schmuck bei ihm bestellt hat, hierher ins Hotel. Oder vielleicht haben Sie den Juwelier herbestellt. Entschuldigen Sie, ich habe Ihren Namen nicht verstanden. I am sorry. I don't understand you. Would you please speak English? Ja, dann... Ja. Es muss genäht werden. Ja, dann kommen Sie gleich mit. Danke, ich kann allein gehen. Was hat denn der Notarzt gesagt? Er meint, der Angeschossene wird wohl durchkommen. Danke. Tja, er ist tot. Herr Chris, Wiedersehen. Wiedersehen. Leo, kannst du mal kommen? Ja, ja. Bleib mal hier stehen, dann hast du den besseren Überblick. Ja, ja. Hier muss der eine Wagen gestanden haben. Und der eine hat auch von hier geschossen, wie es aussieht. Und der andere von dort. Und dort hat sie noch erwischt. Die Blutspur zieht sich bis zum Wagen. Ich habe inzwischen mit dem Geschäft telefoniert. Es war Schmuck in einem Koffer im Wert von etwa 2 Millionen. Herr Chris? Ja? Telefon. Danke. Ja?
Bist du's, Gerke? Mensch, komm bloß her. Ja. Wagenfarbe, Kennzeichen, alles in der Fahne. Gut. Also weder der Scheich noch der Privatsekretär kennen den Juwelier Horst, noch haben sie Schmuck bei ihm bestellt. Gut. Ihr beide fahrt jetzt zu der Familie von dem Toten. Leo, ich möchte diesmal keine Diskussion haben, ja? Aber Leo, die haben doch sicher schon vom Geschäft aus bei der Familie. Naja, ist gut. Und was magst du? Ich werde hier auf Franz Gerke vom Sicherheitsdienst warten und dann ins Krankenhaus fahren zu dem Sicherheitsmann, zu dem... Binder, Leo. Peter Binder. Ja, zu dem. Wir sehen uns dann im Büro. Ja. Na los. Du musst jetzt entscheiden. Wir können hier nicht stehen bleiben. So viel Blut hat der Mensch nicht. Na los, du musst jetzt entscheiden. Du hast doch immer entschieden. Ich kann nicht! Dann leg mich um. Du bist verrückt. Na los jetzt. Dann fahren wir in die Stadt zurück. Ich werde mich mal um die Haushälterin kümmern. Bitte bleib hier, Gerd. Tut mir leid. Der Arzt hat ihr eine Spritze gegeben. Sie ist nicht ansprechbar. Ich verstehe nicht, wie so etwas passieren konnte. Ich verstehe es einfach nicht. Was gibt es bei einem Raubüberfall zu erklären? Dürfen wir Sie noch was wegen Ihrer Mutter fragen? Mutter? Es gibt das schöne Wort Stiefmutter. Mein Vater hat mich in seiner ersten Ehe adoptiert. Ich war damals ein Jahr alt. Sie sollten uns anrufen, wenn es Frau Horstmann besser geht. Meinen Sie, Valentina und ich könnten meinen Vater noch einmal sehen? Ihr Vater liegt in der Rechtsmedizin, aber rufen Sie uns vorher an, bitte. Entschuldigung, Herr Horstmann. Wir hätten gerne noch ein paar Worte mit Ihrer Hausangestellten gewechselt. Frau Weißner, wenn ich mich richtig erinnern kann. Gern, dann müssen Sie hier entlang gehen. Alleine, wenn Sie nichts ausmacht. Bitte. Ein Raubüberfall. So was Schreckliches. Dabei war der Herr Horstmann so ein lieber Mensch. Ich bin doch schon seit über 15 Jahren hier im Haus. Ja, 15 Jahre. 15 Jahre. Ja, ja. Und jetzt dieser Raubüberfall. Ich verstehe das alles überhaupt nicht. Vor einem halben Jahr, da war hier schon mal so etwas. Ein Einbruch. Na ja, zwei kleine wertvolle Teppiche haben sie gestohlen, einen Fotoapparat und ein wunderschönes, kostbares, altes Bild. Alles aus Herrn Horstmanns Arbeitszimmer. Und jetzt plötzlich der Mord. Es ist entsetzlich. Sagen Sie, Frau Weißner. Ich gehe schon, Gerd. Thank you.
als etwas. Kannst du mir mal sagen, warum ich im Hotel nicht richtig nachgecheckt habe, den Auftrag? Das sag nicht, weil ich in Pension bin und nachlasse, bin immer noch Polizist. Franz, hör auf, dich zu beschuldigen. Sowas machen Profis, was? Ja, sicher. Feuerlöscher ist immer noch das Beste gegen Fingerabdrücke. Ich hab Henry Bescheid gesagt. Doch. Was wär's dann wohl? Na, Werner, war's das? Zeugen gibt zwar keine für den Wagenwechsel, aber zu zweit waren sie noch. Da ist eine Blutspur. Leo, ich muss ins Krankenhaus zu Peter Binder. Sonst fahre ich allein. Nee, da komme ich mit. Bis gleich. Es wird alles gut werden, Valentina. Es wird alles gut. Einen Moment. So, Frau Horstmann, jetzt sollten Sie versuchen, was zu essen. Bitte. Was hat die Schwester gesagt? 10:13. Ich würde mir das nie verzeihen. Nie. Würdest du bitte aufhören, ja? Ach, da ist es. Sonst gehe ich nämlich alleine rein. Ja, bitte? Eine Katastrophe, Herr Binder. Mein Gott, wie geht's Ihnen? Das ist eine Katastrophe. Ich glaube, wir sollten lieber gehen. Nein, bleiben Sie ruhig, Frau Binder. Wir sind gleich wieder weg. Herr Horstmann. Ich meine, Herr Horstmann ist tot. Stimmt das? Was habe ich falsch gemacht? Ich glaube, Sie haben nichts falsch gemacht, Herr Binder. Das ist Hauptkommissar Kress. Ich weiß. Sie wollen jetzt was von mir hören. Ja. Peter, du musst dich schonen. Ja. Es ging alles so furchtbar schnell. Na, wenigstens einen der beiden haben sie erwischt. Was habe ich? Ich will das alles nicht hören. Ich warte draußen mit den Kindern. Es gibt eine Blutspur. Franz, würdest du bitte auch draußen warten? Gute Besserung. Was soll ich erzählen? Der Wagen war blau, dunkelblau. Und die beiden hatten Wollmasken. Und dann haben sie geschossen. Und dann war ich weg. Das ist der Brief, der Ihnen am 8. Juni übergeben wurde. Danke, Frau Werner. Herr Dr. Herfand. Bitte, Frau Werner.
Der Tod von Herrn Horstmann geht mir nahe. Danke, Frau Werner. Kann ich jetzt gehen? Bitte? Ja, natürlich. Bis morgen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Frau Werner. Ach, bitte lassen Sie die Tür auf. Gute Nacht. Verflucht, wo ist diese verdammte Straße? Willst du mich umbringen? Da geht's ab. Aber Leo, das ist doch wohl nicht dein Ernst. Habt ihr gefragt oder habt ihr nicht? Leo, ich weiß, dass du keine Gesellschaftskolumnen liest, aber die Horstmanns sind reiche Leute, jede Menge Kohle, mehrfache Millionäre. Und das schon seit Generationen. Und da kommt's auf eine Lebensversicherung überhaupt nicht mehr an. Nehmt ihr an. Nehmen wir an. Leo, bitte lass uns wieder konkret werden. Wir haben es mit einem Raubüberfall zu tun. Das wär's dann aber auch schon. Moment. Wir haben einen angeschossenen Gangster mit schwerem Blutverlust. Und das ist fast schon ein Viertel der Miete. Ich weiß, noch nicht die halbe. Und irgendwann muss der raus aus dem Auto, sonst stirbt er. Die vier Ärzte, die bei uns für Gangsterhilfe aktenkundig sind, haben wir unter Kontrolle. Bei jedem haben wir zwei Mann aus der Bereitschaft postiert. Leo, hörst du mir überhaupt zu? Ja, ja. Kreis hier. Niemand ist da so bescheuert und flickt einen Gangster zusammen, ohne uns das zu melden. Gut, bringen Sie ihn rauf. Kennt jemand einen Dr. Herford? Nee. Der ist auf dem Weg hierher, in Sachen Horstmann. Herford? Herford habe ich lange nicht mehr gehört. Strafverteidiger. Da wart ihr beide noch nicht hier. Und, was ist das? Die Akte vom Einbruch in die Horstmann-Villa von einem halben Jahr. Der lässt aber auch nichts aus, ne? Da hat einer eine Spur hinterlassen, einen Fingerabdruck. Der Mann heißt Kozlov. Der wird gesucht, weil er aus dem Hafturlaub nicht zurückgekehrt ist. Gut, Werner. Machst du denn jetzt? Ich muss in die Werkstatt Fingerabdrücke suchen. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Mein Name ist Herford. Kress, Herr Johnson, Herr Heimann, nehmen Sie Platz, bitte. In der Sache Horstmann. Entschuldigung, darf ich Sie als erstes fragen, in welcher Beziehung Sie zu Herrn Horstmann stehen? Ich bin Rechtsanwalt von Beruf. Strafverteidiger, habe ich gehört. Nein, nein, das war nur eine kurze Episode in meinem Leben. Das lag nicht. Hier ist meine Vollmacht. Danke. Ich war viele Jahre lang Berater von Herrn Horstmann. Was war das für eine Beratung? In Vermögenssachen. Mein Vater hat das schon für die Familie gemacht. Wir kannten uns seit der Studienzeit, Herr Horstmann und ich. Dann hat sein Tod Sie sicher getroffen. Ja. Er hatte Archäologie studiert. In der Familie Horstmann hat ein Mann nie eine Chance gehabt, etwas anderes zu werden, als das, was Sie letzten Endes alle geworden sind. Juweliere. Entschuldigung.
Diesen Umschlag hat Herr Horstmann bei mir für den Fall seines Todes hinterlegt. Geben Sie mir den braunen Umschlag auch. Bitte. Herr Dr. Herford, Sie wissen, was da drin steht. Nein. Herr Horstmann hat gesagt, er wolle mich damit nicht belasten. Falls ich Ihnen noch irgendwie behilflich sein kann. Danke. Sehe ich Sie auf der Beerdigung? Ich nehme an. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Setzt euch mal lieber. Ich zitiere. Ich will es kurz machen, egal welchen Tod ich sterbe. Ich möchte, dass in jedem Fall die Umstände meines Todes genau untersucht werden. Ich bin meiner Frau im Wege wegen ihrer zahllosen Liebschaften. Auch der mit meinem Adoptivsohn. Und beide wollen sie eigentlich nichts anderes als möglichst schnell erben. Trotzdem habe ich gerne gelebt. Rolf Horstmann. Und sag doch mal was. Genauso sehe ich das auch. Wir gehen erst mal schlafen. Nicht nachlassen, Lothar. Lothar, bisschen mehr Ehrgeiz. Ich habe immer gedacht, solche Sachen müsste man handschriftlich machen. Testamente sollte man handschriftlich machen. Hast du schon Testamente? Nein. Aber in dem Beruf sollte man vielleicht, was, Leo? Ich habe eins gemacht. Schon lange. Kriegt alles meine Tochter. Du bist ja ein ordentlicher Mensch, Leo. Wenn er das nicht ist. Ich habe Fieber. Ich muss zum Arzt. Ich halte die Schmerzen nicht mehr aus. Ich habe Wundband!
Sie wollen hier rein? Ja, ja, natürlich. Sie wissen, dass er erst um 10 Uhr aufgemacht wird? Ja, weiß ich. Sie wissen, dass Herr Horstmann nicht mehr lebt? Weiß ich auch. Eine furchtbare Welt ist das. Sie sind Herr Kress. Ja. Cordelius? Ja. Ich muss mich entschuldigen, dass ich Sie so früh angerufen habe. Das macht nichts. Ich habe sowieso die ganze Nacht nicht schlafen können. Ich bin völlig... Ich kann das nicht begreifen. Kommen Sie. Kannst du mir sagen, was wir mit den beiden anfangen sollen? Das ist eine absolut bescheuerte Situation. Frau Horstmann, Sie haben zahlreiche Liebschaften, stimmt das, ja? Herr Horstmann, Sie haben auch ein Verhältnis mit Ihrer Stiefmutter, ist das richtig? Gut. Ja, wunderbar. Und dann sagt Horstmann, was hat das bitte mit dem Raubüberfall zu tun? Und wir ganz cool. Wo waren Sie gestern Vormittag? Da geben Sie schon zu. Da haben Sie Billard gespielt, Henry. Wie? Hat Frau Weißner gesagt. Das ist doch alles Mist. Wieso sitzt du eigentlich hinten? Macht's dir was aus? Ja, es macht mir was aus. Wieso, wenn ich fragen darf? Weil ich dann das Gefühl habe, dass ich dein Chauffeur bin. Das finde ich toll. Wissen Sie, Ihr Mann hat uns nämlich da ein kleines Briefchen hinterlassen, Frau Horstmann. Und das ist jetzt unser Problem. Wer wird denn jetzt das Geschäft weiterführen? Ich nehme an, sein Sohn. Aber so genau weiß man das nicht. Ich werde jedenfalls aufhören. Sind die einzelnen Stücke fotografiert worden? Ja, ja, wir fotografieren alles. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen nachher die Fotos der gestohlenen Schmuckstücke zusammenstellen. Oh ja. Tja. Und plötzlich ist alles zu Ende. Frau Delius, darf ich Sie was fragen? Bitte fragen Sie. Sie müssen mir nicht antworten. Haben Sie eine Beziehung oder, sagen wir ruhig, ein Verhältnis mit Herrn Horstmann gehabt? Woraus schließen Sie das? Herr Kress, woraus schließen Sie das? Es ist die Art, wie Sie von ihm sprechen. Ja. Ich habe ihn sehr... Ich hatte ein Verhältnis mit ihm. Seit vielen Jahren schon. Ja, 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 ein bisschen Geduld. Guten Tag. Ja, Sie werden schon erwartet. Das ist sehr freundlich. Danke sehr. Bitte. Und die beiden haben gestern Vormittag wirklich Billard gespielt. Das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Danke. Bitte, treten Sie doch näher. Sie kennen sich ja. Ach so, Frau Horstmann. Valentina Horstmann. Entschuldigen Sie, ich bin etwas überrascht. Wegen Herrn Dr. Herford? Was überrascht Sie daran? Dass er hier ist. Welchen Grund haben Sie für Ihren Besuch? Sie vergessen, dass ich ein Freund des Hauses bin.
Jetzt habe ich mal eine große Sache und keiner ist da. Irgendwo müssen sie doch sein. Oh, wunderbar. 20. Nein, nein, von Schmuck hat Herr Horstmann inzwischen sehr viel verstanden. Mitunter hat er sogar mit einer rigorosen Ästhetik Dinge. Delius? Moment bitte. Herr Kress? Ja? Für Sie. Ich bin unaufmerksam, Entschuldigung. Danke. Ja, Kress? Entschuldige, Leo, ich muss dich stören. Ich muss dich unbedingt sprechen. Jetzt hast du mich gut. Um was geht's denn? Leo, ich kann dir das nicht am Telefon sagen. Was schlägst du vor? Dass du kommst. Ich habe eine Spur. Du wirst vielleicht sagen, das reicht nicht oder das ist nicht eindeutig. Aber die Spur ist ein Hammer, das sag ich dir. Gut, ich komme, ich beeil mich. Wiedersehen. Ist irgendwas? Warum sehen Sie mich so an? Jetzt muss ich sehr schnell entscheiden, ob ich Ihnen traue. Es gab doch sicherlich einen bestimmten Grund, weswegen Sie gekommen sind. Ja. Also gut. Ich will es kurz machen, egal welchen Tod ich sterbe. Ich möchte, dass in jedem Fall die Umstände meines Todes genau untersucht werden. Ich bin meiner Frau im Wege wegen ihrer zahllosen Liebschaften, auch der mit meinem Adoptivsohn. Und beide wollen sie eigentlich nichts anderes als möglichst schnell erben. Trotzdem habe ich gerne gelebt. Rolf Horstmann. Ist es von Ihnen? Ist es von Herrn Horstmann? Wo haben Sie das her? Herr Horstmann hat das vor etwa einem halben Jahr bei Herrn Dr. Herford hinterlegt. Selbst wenn ich sage, das stimmt alles irgendwie, inhaltlich, sogar der letzte Satz, so ist das nicht seine Art zu handeln, zu denken und schon gar nicht zu schreiben. Das sind nie, nie seine Worte. Das ist nicht von ihm. Und wie hat so ein Mensch wie er sein Leben ausbalanciert? Wollen Sie das wirklich wissen? Ja, ich will es von Ihnen hören. Ich war seine Balance. Wir haben uns sehr geliebt. Frau Delius, haben Sie den Terminkalender von Herrn Horstmann geführt? Ja. Ich würde ihn gern mitnehmen. Bitte. Danke. Ich melde mich bald wieder. Wir müssen noch ein Protokoll von Ihrer Aussage aufnehmen. Auf Wiedersehen, Herr Kress. Ja, Wiedersehen. Warum sitzt du denn nicht hinten, wenn ich mich schon revanchiere? Weil es dann noch blöder ausschaut, wenn du fährst und ich sitze hinten. Aha. Kannst du mir mal erklären, warum du diesem Herford nachfährst? Fällt dir nichts auf? Nein. Wer hat gesagt, er fährt in sein Büro, wenn wir ihn brauchen? Ja, und? Er fährt aber nicht in sein Büro. Deswegen fährst du ihm nach, oder was? Vielleicht kann ich ihn auch nicht leiden.
sieht so aus. Werner, hast du was von Gerd und Henry gehört? Nein, aber... Setz dich doch wieder. Leo, ich hab hier... Moment noch, kannst gleich loslegen. Moment. Der Einbruch war doch am 5. Juni in die Villa Horstmann. Ja, da ist es ja. Fotoapparat, Teppiche, Bild, 5. Juni. Leo. Gleich, gleich. Und am 8. Juni hat Horstmann den Brief bei Dr. Herford hinterlegt. Siehe Eingangsstempel. Leo! Sei doch mal ruhig. 8. Juni. Da ist es. Na bitte. Am 8. Juni kann Horstmann den Brief gar nicht bei Dr. Herford hinterlegt haben. Da war Horstmann nämlich noch in Amsterdam. Auf der Messe. Und zwar bis zum 10. Steht in seinem Terminkalender. Was sagst du jetzt? Und der Fingerabdruck vom Einbruchfehler Horstmann und der Fingerabdruck vom blauen Überfallwagen ist derselbe. Jawohl, Leo, die gehören beide Bogdan Kozlov. Jetzt müssen wir das bloß noch alles koordinieren. Was für Sie tun? Wissen Sie, wem der beige Wagen da drüben gehört? Nein, das weiß ich nicht. Ja, aber von dem Wagen weg führt eine Blutspur direkt auf Ihr Grundstück. Was? Was ist das? Ja, eine Blutspur. Und das möchte ich gerne klären. Ach ja, mein Hund. Wissen Sie, der Tierarzt. Kommen Sie doch mit rein. Schnell! Los! Halt mal. Hast du das gesehen? Stimmt doch was nicht. Kannst du mir sagen, wo Gerd und Henry bleiben? Nee. Ah,
na endlich, da ist es. Der Pflichtverteidiger von Bogdan Kozlov hieß damals, na, wie hieß er? Dr. Herford. Mein Freund. Oben ist der, den ihr sucht. Dass du nichts sagst. Schlapp machen, Hände oben lassen. Fallen lassen. Danke. Ich hoffe doch, Sie sind ein Kollege. Dasselbe hoffe ich auch. Herr Dr. Herford, Sie sind festgenommen. Wann gehst du denn auf eine Beerdigung? Ich hab's jemandem versprochen. Du meinst doch nicht etwa Herford, oder doch? Nee, den meine ich bestimmt nicht. Und warum seid ihr hier? Herford hat einen Selbstmordversuch begangen. Aha. Nein, nein, Leo, er lebt. Und wir haben jetzt einen schönen Abschiedsbrief von ihm, in dem alles drinsteht, was wir brauchen. Was hätten wir denn noch gebraucht? Dass Herford Horstmann um sein gesamtes Vermögen gebracht hat. Mit der Vollmacht, die er hatte. Und dass er Bogdan Kozlov zu dem Einbruch in die Villa Horstmann angestiftet hat, um die Schreibmaschine benutzen zu können. Und dass er die Unterschrift von Horstmann gefälscht hat. So ist es. Und dass sie den Schmuck aus dem Überfall behalten dürfen, wenn sie Rolf Horstmann töten. Das haben sie dann auch gemacht. Schicksal hat keine Moral. Merkt er das mal, Leo Kress? Was hast du gesagt? Das war mehr für mich. Right.
My heart.